Madoc. Madidoc. Madoc. Schön doppelter Schaden. Und nochmal 3 Schüsse rein. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir online, Algaris. Ich befinde mich heute in der Grimmarkstone. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken. In Grimmarkstone, dieser Grimmarks-Grotte, in dieser Höhle, in dieser was weiß ich auch immer, wo früher und auch heute noch Q1 ist. Es gab mal ein Release. Die gute alte Zeit. Es war einmal ein Release namens Patch, keine Ahnung, 100, schlag mich tot. In dem wurde, ich nehme an, dass es 100 irgendwas war, in dem gab es die wiederholbaren Q-Quests. Ich weiß, ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, ultra viel Zeit. Ich habe einfach mal immer mal wieder ein bisschen was gemacht. Es gab Spieler, die hatten nach 3 Tagen schon alles wieder durch, so gefühlt. Und, oder bestimmt schon am nächsten Tag, haben dann nach 2 Tagen Video gemacht und es am dritten auch geladen. Ich jedenfalls bin nun endlich auch soweit. Ja, stellt euch vor, Alcaris hat Q1 endlich wieder mal fertig gemacht. Uhuhu, toll, ne? Ich freue mich so. Zumindest fast fertig. Mir fehlt noch ein mächtiges. Und habe ich mir mal gedacht, machst du ein Video von, wie du das, wie du die Quest hier abgibst, wie den alten, das hat so eine alte Tradition bei uns alten Let's Playern. Die haben damals immer ein schönes Video gemacht, wo sie Quests abgegeben haben, als sie mit Kuhwelten durch waren. Die Schwachen und die Starken habe ich alle schon zusammen. Nur dieses eine Madoc-Ding fehlt mir noch. Deswegen, ich werde auch nicht viel quatschen, werde ich gleich hingehen. Ich hoffe, ich kriege das Ding gleich fertig, sonst werde ich ein paar Cuts mit reinmachen müssen. Also, dass das Vieh mir gleich droppt. Ist halt immer so ein. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Hase, sei jetzt mal ruhig hier, nicht jetzt. Ja, ich habe mal Hasen neben mir. Bist du jetzt ruhig? Und ich nehme jetzt einfach mal ganz schnell Rote rein. Das geht ruckzuck bei dem Vieh und dann ist Ruhe im Karton und. Ja, Gnade Gott, das Ganze dann top. 1, 2, 3. Oh. Und das war er. Und. Was? Mächtiges Pferd? Och nee. Okay, ich glaube, das wird ein Cut, weil. Das Laufen und das alles Sterben drum und dran, das werdet ihr wohl nicht sehen. Schade, bin mal gespannt, wie viele Cuts ich brauche oder wie viele Versuche. Und das geht richtig schnell, wenn man mal die 40 roten Lizenzen hat. Ich weiß noch, früher immer mit dem Locken und so und heutzutage rennt man da rein mit den roten und das war's dann. Okay, wir braten noch mal kurz ein paar Krieger und dann hauen wir rein. Und ich vergesse mal, drin gleich wieder weg. Also das gleiche Spiel wie eben. Rote rein und. Gut, ja, jetzt kann man mal keinen Vogel. Madoc, hey! Schön, dich zu sehen! Scheiße. Das muss natürlich immer alles klappen. Ja, was sag ich von eben klappen? Jetzt ist der Depp nicht weggesprungen. Dieser Vollidiot. Zweiter Versuch, fehlgeschlagen. Weil ich dumm war. Nein, weil. Ich weiß, Timing, man rennt rein, das ist natürlich immer so eine Sache. Man kann auch Pech haben und dann kriegt man alles in die Fresse. Und natürlich Items kaputt. Die Waffe, klasse. Wow, was für ein Goldschaden. Ich bin begeistert. Ein Gold. Geht's noch? Alter, zweimal Crit in einem Gürtel. Wenn ich das sehe. Die mache ich jetzt auch mal kurz. Oh yeah. Ja, ich bin gut, ich muss halt denke. Für jedes Skelett, alle paar Meter, was da rumsteht, beziehungsweise jeder Navi, kann Skelett klonen. Oder hat er 2 Navis, 10 Meter gefühlt. Und dann einmal hat er nicht 1 Skelett, sondern 200. Bis die Navis überhaupt mal rankommt, sind die, Sterben. Gibt es dann 350 Milliarden Gegner. So. Na, für einen guten Heiltrank hat sich's ja noch gelohnt. So, die roten rein. Akt die dritte. Nächster Versuch. Also nächster Versuch und wieder. Nein, der hat sich verflogen. Es hat nämlich 2 Vorteile, warum man so, wenn man es riskiert, kann man es auch relativ gut schaffen als Zweitläufer. Wenn die nämlich alle so dicht auf dicht stehen, kann man es schaffen, den Crit und dann noch den Doppelschaden, wenn ein Vieh direkt hinterm Navi. Was vor oder was hinter dem Vieh? Hinter dem Vieh steht, kann man den doppelten Schaden an dem ersten. Doch, es war das erste Monster. Also hinter dem Navi steht, kann man den doppelten Schaden raus. Und wie da eben. Das war ein doppelter 6000er Crit bei dem. Bei Madoc. Das war cool. 6000. 9000 waren es. Jetzt Marine, Junge. Ich will mein Fragment. Boah, das gibt's toll, Freund. Naja.
Was, wie? Kein Platz, willst du mich verkohlen? Okay. Letztes Tutorial. Wie wechsle ich die Essenzen aus dem Inventar, um keine zu verbrauchen, während ich zwischen ein paar Gegnern umherlaufe und... Und dabei, ja, sowas sollte man nicht machen. Sowas sollte man nicht machen. Was kann ich denn hier rausschmeißen? Irgendwas, was scheiße ist. Irgend so ein Bogen. Tschüss. Sonnenleder, Fäustlinge, Schultern. Brauche ich alles nicht. Aber das Lila nehmen wir mit. Und raus hier. Oh, nimm mal diese Aufräumen. Ich weiß, ich müsste das nicht machen, aber ich habe einfach... Ich mach's einfach gerade. Ich weiß nicht warum. Sterb, sterb, sterb. Die Viecher müssen ja eh abspawnen dann. Abhauen. So. Ja, ich weiß, ich bin Käufer, ich nehme Trank. Bitte, meine Roten sind bald leer, Junge. Madok! Madidok! Maddok! Schön doppelter Schaden. Und nochmal 3 Schüsse rein. Ja, nee. Was? Der rennt bis hier vorne hin, der Scheißschütze. Was ist denn da los? Klappe die dritte nicht daneben. 4. Versuch. Zudele. Versuch Nummer die... 4. war das, oder? Dabei wollte ich doch nur ein kurzes Video machen. Wie ungerecht die Welt doch ist. Madok! Madi! Dok! Das war dumm. Das war dumm. Nein! Musste jetzt gerade die blöde Markierung nachlassen. Blöde. Bleibt der Schuss auch noch an dem vorhängigen Vieh. Ja, ich weiß. Wenn man etwas tut, dann sollte man es schon richtig können. Jetzt sind noch die Essenzen leer. Dabei wollte ich doch ein paar behalten. Ich sehe schon, das Spiel will, dass ich hier bis übermorgen sitze. Ich sehe es schon. Ich sehe es auf mich zukommen. Die Lilan werden heute auch noch leer. Und hier sind wir mal wieder bei der Tour de France. Und er wurde vom Monster weggehauen. Nachdem er beim ersten Versuch bereits in der ersten Runde vom Mount gehauen wurde, hatten wir natürlich die Hoffnung, dass er in der zweiten Runde besser zurechtkommt. Kam er auch, aber leider nicht besonders weit als in der ersten. Klappe versucht die 5. Viel Glück, Alcaris. Bin mal gespannt. Warum muss das ausrechnen immer beim letzten Fragment so dauern? Das ist unglaublich. Die letzten 3 Fragmente ging es doch auch super. Jupp, das Spiel will ich, dass ich bis morgen noch hier, bis übermorgen noch hier sitze. Da steht doch noch einer. Ach, das ist der Nevi, der da noch steht. Shit. Also klappe der ungefähr 5. Versuch. Vielleicht klappt es auch nicht nur, weil ich das Vieh nicht locke, oder? Jump schon. Jump. Jump do the moon hier. Bleib so. Das ist perfekt. Yeehaw! Ui! 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 Ui, 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 ui. Okay, das verzeihe ich dem Spiel.
Machen wir gleich auf, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Und Hase, sei doch mal ruhig hier jetzt da hinten. Der will unbedingt aus dem Stall raus. Ich lasse ihn aber nicht raus, weil er mich heute geärgert hat. Und zwar richtig übel. Ja, ich weiß, ich habe selbst Hasen auf meinem Gewissen. Nice Band. Und das sehe ich jetzt erst. Das Ding hat 4 Sockel. Alter, ist das geil. Psst, Ruhe da hinten auf den billigen Strohplätzen. Ist das geil, Alter. 4 Sockel. 130 Kritti. 22 Schaden ist noch schlechter als... Ist eigentlich genauso stark wie das, was ich jetzt momentan habe. Aber statt zweimal blecherne 100er Rüstung hat man fast viel mehr Lebenspunkte drin. Hey, ich glaube, meine 9000 Lebenspunkte kriege ich doch noch irgendwann mal. So geil. Cool. Ich muss sagen, wenn man die behält, das ist gar nicht so schlecht. Also da kommt auch was zusammen mit der Zeit. Klappe die, ich hoffe zu zählen. Da krieg dich da hinten nicht so. Käufer, ich trinke einen Heilungstrank. Also ganz allein, wenn er da ganz allein steht, gefällt mir auch nicht. Besonders, wenn man keine Krits macht. Und dann dreimal Todesstoßkrit hintereinander. Ja, scheiße, Mami. Zweiter Trank für den x-ten Versuch. Ich habe so das Gefühl, je länger es dauert, desto blöder stelle ich mich an. Ganz ruhig, mach's ganz ruhig. Die Leute in den weißen Jacken sind gleich da. Die Leute. Klappe die x-te hoch 2. Jetzt locke ich ihn, hab keinen Bock mehr. Wir gehen die Essenzen aus. Und die Lebenspunkte. Tutorial, wie locke ich Mardok? Ganz einfach. Sorgt dafür, dass er hinten ist, lass in der ersten Welle die ganzen Scheiß schützen und die Krieger und einen Navi oder am besten alle Navys gleich abhauen. Komm, Navi, komm. Kommst denn? Du sollst herkommen. Na los, komm. Stell dich nicht so an. Dankeschön. Und dann holt man Mardok. Ist da noch eine Zeit im Navi? Das scheint nicht so zu sein. Oh ja. Vor mir ist eine unsichtbare Mauer. Dann möglichst nicht treffen lassen von dem Kerl. Warten, bis er ungefähr rauskommt. Er darf nicht weiterlaufen, als hier ist schon Todzone. Dann am besten hier bei den Statuen festbinden. Und dann seitlich ablocken, dass er nach hinten wegschwebt. Weil wenn man so kämpft, dass er wieder zurückfliegt, dann hat man die anderen Viecher wieder im Visier. Das ist blöd. Am besten so oft betäuben wie möglich. Ein paar Verbündete holen. Und ich raste endlich beim x-ten Mal hoch 2 aus. Endlich. Endlich. Alter. Wieso habe ich nicht gleich beim ersten Mal gelockt? Das hätte doch bestimmt auch was gebracht. So. Willst du mich verarschen? Jetzt kann ich das Fragment nicht aufheben, weil es Inventar voll ist. Schalte auf den Ring, auf das Leben da. Weg dann. Was schmeiße ich denn jetzt noch aus? 112 Rüstungsringe. Ja, alles klar. Ich hole mir eine Verteidigung, damit ich Rüstung, Schaden und zweimal Crit drin habe. Alles klar. Also ich habe so das Gefühl, bei mir sind die Werte von Köcher und Verteidigung immer getauscht. Immer. So. Wie beende ich denn jetzt eigentlich die Quest von Q1? Muss ich zum Mardok, muss ich zum Ammon gehen, gell? Reicht es, wenn man alle Items dabei hat? Oder kann man die auch beim Kobold haben? Ist jetzt so eine Frage, ich weiß es nicht. Mein letzte Q-Item, die ich abgegeben habe, Quest, die ist ein bisschen her. Ah, es reicht schon so. Ring des Lebens erhalten.
nochmal annehmen, die gleichen Fragmente wieder zum Wiederholen. Und jetzt, oh bitte, 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 ich... Oh, bitte, bitte, hab ordentliche Werte. Ich flehe dich an. Ja, das ist... ein bisschen besser als der Durchschnitt. Also ungefähr so gut, wie ich mir vorgestellt habe. Mhm. Knapp 370 Lebenspunkte, etwa die Hälfte, gell? Ach, ich habe die Quest gar nicht mehr angenommen. Wie gut ist denn der? Ja, 370, so ungefähr in der Mitte. 2,5% mehr Lebenspunkte, exakt die Hälfte. Und 15, jetzt muss ich die gar nicht annehmen. Ups. 15 bis 23, 19,8, ja, fast die Hälfte. Aber wisst ihr, was ich geil... Oh, Alter, gegen 9 Ring gut tauschen. Ja, na klar, jetzt fällt natürlich der Schaden, den ich hier hatte. 15 Schaden weniger. Ist nicht ganz so toll. Regeneriert Lebenspunkte. Den einzigen Grund, weshalb ich den habe, sind eigentlich die Lebenspunkte pro Sekunde. Das dürften jetzt ungefähr bei 8000 70 Lebenspunkte, nee, 67 oder 65 plus 20 80 bis 90 sein, ungefähr, ich weiß es nicht genau. Ja, Alcaris hat nun nach x Schleifversuchen endlich den Ring des Lebens mit Level 45. Ich freue mich schon. Als nächstes kommt dann der Ring des Todes, damit ich den alten endlich austauschen kann. Und ich freue mich ganz besonders bei den X-Versuchen über den einen Ring hier, der teilweise sogar noch besser ist als der Lebensring. Das ist geil. So ein kleiner Ring hier, so ein unschuldiger kleiner Ring. Und über das Leggy, was ich bei einem Einrun bekommen habe, ist auch nicht schlecht. Vor allem gegen den Gürtel, den ich jetzt momentan habe. Geiles Teil. Und vor allem schon 4 Sockel drin. Dann brauchen wir hier nur einen Sockel hinzufügen. Hier nur einen Sockel hinzufügen. Kostet keine 5 Euro und schon kannst du 2 Items austauschen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich schwör's, ich mach sowas nicht nochmal. Oh.